Mythen, Legenden. Das ist ein Zitat von, wer ist denn der Typ aus Österreich? Ich weiß gerade nicht. Aber wir schauen heute Österreich, Deutschland und Schweiz, gruselige Eisberg-Ding von Creepypasta Lunch. Mythenakte, so hieß er, Mythenakte, so hieß er. So. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Welches Land hat die gruseligsten Geschichten? Sind unfassbar gruselige Länder, in denen in der Vergangenheit viel Mysteriöses stattgefunden hat. Diese Aussage von mir könnte euch jetzt vielleicht verwirren, doch ich meine sie ernst. Und wenn ihr mir nicht glauben solltet, möchte ich das Ganze heute einmal ändern. Denn ich habe für euch unterschiedlichste Mysterien aus den drei Ländern, vor allem aber Deutschland, rausgesucht und sie in einem Eisberg zusammengesammelt. Was ist mit seiner Kamera passiert? Er hat voll die gute Kamera und dann hat er einfach so 10 FPS. Dies ist eben ein besonderes Videoformat, falls ihr das nicht kennen solltet, wo man immer und immer tiefer den Eisberg hinabgeht. Je weitere Ebenen man tiefer geht in diesem Video, Uwe Barschel, desto gruseliger und seltsamer werden die Mysterien. Die Glocke. Kellergelle? Ist das jetzt der Eisberg oder was? Rudolf Diesel? Wer ist Rudolf Diesel? Hier da unten. Der 0815 Discord-Mod. Kappa. Der Lobster, danke finden. Dir. Vor allem die allerletzte Ebene in den Schwärzen des Eisberges ist besonders verstörend. Also, lehnt euch zurück und hört mir zu, wie ich euch zeige, dass euer Heimatland extrem gruselig ist. Ich liebe den Typ einfach. Ebene 1. In dieser Ebene gibt es Mysterien, die im Vergleich zu später noch relativ harmlos sind. Die verlorene deutsche Frau. Dieses Bild aus dem Jahr 1945 schockiert das Internet. Zu sehen ist eine Frau mit Verletzungen im Gesicht. Die Haare sind zerzaust, ein Auge stark angeschwollen. Mit scheinbar leerem Blick starrt sie direkt in die Kamera, die sie ablichtet. Diese Frau wird als die unbekannte oder verlorene deutsche Frau bezeichnet oder im Original Lost German Girl. Das sagt mir was. Aber 1945 hätte ich jetzt nicht gedacht. Und gibt bis heute Rätsel auf. Im Mai 1945 machte US Captain Orrin W. Hagland mit seiner Kamera Fotos von den kürzlich besiegten Deutschland und seinen Einwohnern. Vor allem fotografierte er dabei Ströme an Flüchtlingen, die aus den von der Sowjetunion besetzten Gebieten in den Westen flüchteten. Meistens aus Angst vor der Roten Armee. Und dabei kam ihm auch diese Frau entgegen. Man sieht ihr an, dass sie schlimme Dinge durchgemacht hat. Doch tatsächlich ist sie eine von vielen gewesen. Warum ist sie also jetzt so besonders? Da steht doch jemand hinter mir, oder? Damit wir das verstehen, müssen wir ins Jahr 2008 reisen. Denn damals wurden weltweit Internetforen auf diese Frau und vor allem dieses Foto aufmerksam und man versuchte krampfhaft, sie ausfindig zu machen. Doch obwohl hunderte Leute an der Suche beteiligt waren und viele andere Personen identifiziert werden konnten, blieb nur diese junge Frau ein Rätsel. Es ist so crazy, wenn du dir so denkst, so yo, es gibt so Minecraft-Seeds, die so extrem heftig so analysiert werden und da gibt es dann Leute, die suchen da ewig nach den ganzen Seeds und bla bla bla. Ich meine, da, du kannst es halt null erkennen. Selbst wenn ich da, das könnte bei mir im Nachbarsort sein und ich würde es nicht checken, dass es hier ist. Also, wobei, oh ja, schau mal, wie viele Leitdinger, das ist ein gutes Anzeichen, wie viele da stehen. Aber das ist dann auch wieder, das war 1945. Da muss ich halt auch einer 2008 dran erinnern, wie viele Leitstifte da gestanden haben. Und das bis heute. Niemand konnte je feststellen, wer diese junge Frau ist. Ihre Identität bleibt verborgen. Bankraub 1994. Am 8. Februar 1994 ereignete sich bei der Sielpost in Zürich ein unfassbarer Vorfall, als 5 maskierte und bewaffnete Männer Postsendungen stahlen, die einen Wert von ungefähr 14 Millionen Franken hatten. Die Tat ereignete sich um 8:30, als die Täter in das Gelände der Sielpost eindrangen. Die haben die Briefmarken runtergekletzelt oder was? Und 19 Säcke voller Wertgegenstände entwendeten und sich daraufhin aus dem Staub machten. Dies war einer der größten Raubüberfälle, den die Schweiz je gesehen hatte. Doch das Besondere ist, dass dieser Vorfall nie aufgeklärt werden konnte. Ja, ist ja nicht gruselig. Wer überfällt eine Post? Ich meine, ja gut, hier GG, 14 Millionen und so, aber halt, Bro, der Typ hier, voller Trottel.
obwohl man jahrelang nach den Tätern gefahndet. Das ist doch wie so eine Mystery Box, oder? Hatte und tatsächlich auch einen Teil der Beute wieder sicherstellen konnte, ist es den Polizisten nie gelungen, die Männer zu fassen. Was unter anderem daran lag, dass scheinbar niemand diese Gruppe junger Männer erkannt hatte. Nur ein einziger Täter wurde der Polizei beschrieben. Auch wurde hinterfragt, wie die Täter in der Lage waren, so einfach das Areal zu betreten und zu entkommen, ohne dass jemand etwas unternahm. Man vermutete, dass das Sicherheitskonzept der Seelpost so miserabel gewesen ist, dass die Täter nichts zu befürchten hatten. Bis heute wurden die Täter und ein großer Teil der Beute nie gefunden. Die Tat ist im Jahr 2009 verjährt. Lol, darf man das dann gestehen? Wobei, na, das ist dann sicher wieder was anderes, weil dann müsstest du ja theoretisch den Gewinn, den du daraus gemacht hast, versteuern, oder nicht? Ja, theoretisch kann man den Gewinn aus gestohlener Beute, muss man den versteuern? Schon, oder? Weil sonst wäre es auch noch Steuerhinterziehung. Das verjährt er dann nicht mehr. Es kommt dann darauf an, wann du es gestohlen hast. Aber ich hoffe, dass sich die Täter melden. Ich freue mich auf jeden Fall auf Payday 3, wenn das dann im September, glaube ich, rauskommt. Dann kann ich auch Briefmarken stellen. Zimmer 35, St. Georgen. In Kärnten in Österreich gibt es ein sogenanntes Schlosshotel St. Georgen. Ja, das ist schon creepy. Das optisch wirklich schön und edel ausschaut. Doch in genau diesem Hotel gibt es ein Mysterium, oder besser gesagt ein mysteriöses Zimmer, das sich niemand so recht erklären kann. Denn im Zimmer 35 soll gehst zum Finanzamt, ja, Entschuldige, wie versteuere ich das? So true. Angeblich ein Geist oder Dämon hausen. Seit Jahren hören Gäste nachts seltsame Geräusche, die aus dem Zimmer heraus ertönen. Manche beschreiben, dass sie ein leises Pfeifen vernehmen können, während andere angeben, dass sie Stimmen hörten, obwohl das Zimmer eigentlich leer gewesen ist. Zudem sollen Angestellte auch mehrfach bemerkt haben, dass die Dusche im Zimmer plötzlich anging und es keine logische Erklärung dafür gab. Bis heute weiß man nicht, was mit diesem Zimmer wirklich los ist. Es gibt nur eine einzige wirkliche Vermutung, und die handelt von dem Baron Kulmer, der angeblich etwas Schreckliches in diesem Zimmer widerfahren hatte und der bis heute dort sein Unwesen treibt. Der hat all sein Geld bei Online-Poker verloren. Klare Erklärung haben wir natürlich nicht. Ja, by the way, ich zock hier auf Twitch auch ganz, ganz selten Games. Wenn ich halt Zeit habe, dann zocke ich gern, aber normalerweise kommen eigentlich nur Reactions. Außerirdische Sichtung. Oha. Das folgende ist ein Mysterium. Das ist, by the way, älter als... Vor einem Monat. Da wusste er noch nicht, wie die Aliens hier... Ha, der Kaiser hat ein Video gemacht. Mysterium, das tatsächlich sehr aktuell ist und in jedem der drei Länder existiert. Echt? Es geht hierbei um ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer und immer häufiger beobachtet wird. Denn auch zu Beginn dieses Jahr wurde über Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Vielzahl von UFOs erblickt. Wo? Bei uns? Sicher irgendwo in Glocknitz oder so. Damit meine ich natürlich nicht direkt Außerirdische, aber viele Leute aus unterschiedlichen Städten erblickten am Himmel Flugobjekte, die sie nicht identifizieren konnten. Die Sichtungen sind dieses Jahr so stark angestiegen, dass sogar unterschiedliche Nachrichtenmagazine darüber berichtet haben. Schon seit 2020 kam es weltweit, aber auch besonders in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zu einer Vielzahl merkwürdiger UFO-Sichtungen. Seitdem scheint die Anzahl aber jährlich zu steigen. Auch wenn die meisten UFOs erklärt werden können, es sind zum Beispiel Drohnen, Flugzeuge oder Starlink-Satelliten, so gibt es trotzdem noch viele mysteriöse Sichtungen, die einfach ungeklärt bleiben. War nicht mal während Corona oder so? In New York, bilde ich mir ein, war das, da haben sie so einen, oder entweder Stromausfall oder so, ja, oder nein, Stromausfall, glaube ich, war mal in New York, in großen Teilen von New York, und nachdem dieses ganze Licht, das von der Stadt ausgestrahlt wird, nicht mehr quasi die Sicht zum Himmel verdeckt hat, haben die Leute dann dort Sterne und Sternschnuppen und sowas gesehen. Ich glaube, das war in New York, ich bin mir nicht ganz sicher. Und an dem Tag haben sie ultra viele UFO-Sichtungen gehabt dort, weil die Leute einfach nicht gecheckt haben, dass das normal ist. Und damit haben wir Ebene 1 abgeschlossen und befinden uns nun in der zweiten Ebene, Linz, die schon schlimmer. Deutlich gruseliger wird. Rudolf Diese.
Sagt euch der Name Rudolf Diesel etwas? Na, aber ich bin mir sicher, das ist der Erfinder vom Tesla, oder? Mutlich nicht, aber es war ein sehr berühmter deutscher Ingenieur, der verantwortlich für die Erfindung des Dieselmotors gewesen ist. Ach so. Er war also ein sehr bekannter und auch recht wohlhabender Mann gewesen. Doch über ihn, oder besser gesagt über sein Ableben, gibt es ein großes Mysterium. Am 29. September 1913 wollte Diesel mit dem Dampfschiff SS Dresden von Antwerpen nach London reisen. Die Fahrt wirkte relativ ereignislos. Doch als das Schiff am nächsten Tag im Hafen ankam, stellten die Leute vor Ort etwas Gruseliges fest. Rudolf Diesel verließ nicht das Schiff. Man fing daraufhin an, überall nach ihm zu suchen und bemerkte, dass sein Zimmer, in welches er am Vorabend gegangen war, dabei wurde er beobachtet, leer stand und es keine Hinweise auf seinen Verbleib gab. Man stellte zudem fest, dass er diese Nacht nicht in seinem Bett geschlafen hatte, da es weiterhin in einem gemachten Zustand war. Außerdem lagen seine Schlafsachen ordentlich auf dem Bett für ihn bereit. Man suchte lange nach dem Erfinder und eine Woche später gelang es dem Suchtrupp, seinen Körper aus dem Ozean zu ziehen. Okay. Doch dies löste den Vorfall nicht, denn sofort kam die Frage auf, was genau ist mit Rudolf Diesel in dieser Nacht passiert? Fiel er vielleicht aus Versehen von Bord? Schubste ihn irgendjemand oder sprang er vielleicht sogar absichtlich? Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, was hier vorgefallen ist. Manche meinen, dass die deutsche Regierung ihn beseitigen wollte, weil er zu viel Macht hatte. Andere vermuten... Ja, das weiß ich nicht, weil es gibt sehr viele sehr mächtige Menschen. Ja gut, das war ja, wann war das? 1960? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Anhand vom Foto 1703 sowas. Dass konkurrierende Ölfirmen verantwortlich waren, während manche auf einen simplen Unfall tippen. Bis heute bleibt das Ableben dieses großen deutschen Erfinders ein riesiges Rätsel. Lol, das wusste ich nicht. 1913, danke. Hitlers Globus. Es wirkt wie ein Objekt, das keine Rolle spielt. Doch tatsächlich ist der Globus von Adolf Hitler, oder besser gesagt sein Verbleib, ein großes Mysterium, das viele Menschen bis heute versuchen aufzuklären. Okay. Seit 1939 stand ein überdimensionaler Globus in der neuen Reichskanzlei in Berlin. Dort wurde er häufig von Fotografen abgelichtet und wurde sogar so berühmt, dass Charlie Chaplin eine Anspielung darauf in seinem Film The Great Dictator einbaute. The Great? Doch bis heute bleibt die Frage, wo dieser Globus versteckt wird. Der steht in Berlin meiner Schule. Gibt es eine Ausstellung, die einige Exponate aus der Zeit bis 45 zeigt und unter anderem auch diesen Globus. Nur dass viele Experten sich sicher sind, dass der ausgestellte Globus nicht das Original ist. Ja, aber was ist an dem Globus so besonders? Ich dachte jetzt, der ist irgendwie so die Weltkarte, so wie er sich das halt vorgestellt hat, in Zukunft so drauf, so irgendwie, jo, hier ganz Europa gehört ihm, ganz Europa ist hier rot gekennzeichnet und dies, das. Das ist einfach nur ein Globus und irgendjemand hat den unabsichtlich mal weggeworfen oder so. Grund für diese Annahme ist der Sockel des Objektes. Die Sockel. Denn der Globus in der Ausstellung hat einen Sockel, der nicht mit dem von Hitlers Weltkugel übereinstimmt. Vielmehr sieht dieser Globus wie das Modell aus, das Joachim von Ribbentrop in seinem Außenministerium hatte. Angeblich soll die Rote Armee diesen Globus mitgenommen und nach Moskau gebracht haben, wo er bis heute geheim gelagert wird. Andere vermuten, dass dieser Globus irgendwelche besonderen Geheimnisse im Inneren behält, weswegen man ihn vorsichtshalber vernichtete oder sehr gut versteckte. Ich glaube, der ist einfach vernichtet worden. Kann ich mir am ersten vorstellen, wenn ich jetzt Putin wäre und ich habe einfach den Globus, ja, wobei er ist auch nicht so gut damit zu flexen, oder? So, ja, haha, schau mal, was ich habe. So, das, ja, ich weiß nicht. Genau sagen kann es niemand. Doch der Verbleib bleibt weiterhin ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Das Bärenkreuz. Vor knapp 200 Jahren kam es in Österreich zu einer wirklich schrecklichen Tragödie. Denn dort besuchte ein Mann, der einen Bären dabei hatte, das Schloss Hundsturm im 5. Gemeindebezirk Margareten. Ui. Der riesige Braunbär, den er immer bei sich führte, war seine größte Attraktion gewesen. Es ist eigentlich so lustig in Wien. By the way, ich komme nicht aus Wien. Alle Leute glauben das immer, weil ich so lustig rede. Gecko Main, danke dir für den Sub. In Wien ist es so, dass... wie viele Bezirke hat Wien? 23? 23 oder 24? 23, glaube ich. Und die sind alle untereinander sowas von bekriegt.
Die Leute sind immer so, oh ja, hier, der 15. Bezirk, der ist so crazy. Und dann, oh hier, der 16. Bezirk, der ist so dumm und so. Das Einzige, was ich mitbekomme, ich hab wirklich kaum Ahnung davon, ist, dass der 10. Bezirk Wien-Favoriten nicht gerade der beliebteste ist. Mehr weiß ich nicht. Die viele Blicke auf sich lenkte. Doch genau an diesem Tag, als er das Schloss besuchte, wurden einige Nachbarsjungen auf den Bären aufmerksam. Sie fingen an, den Bären zu ärgern. Sie wollten sich einen Spaß erlauben und nervten das Tier. Wohnst du in Wien? Ja, ich wohne in Wien, wie gerade eben gesagt. Triezten es und reizten ihn immer und immer weiter. Daraufhin wurde der Bär irgendwann so wütend, dass er sich von seinen Fesseln losriss und seinen eigenen Besitzer beseitigte, der alles versuchte, um den Bären wieder unter Kontrolle zu bringen. Danach soll der Bär weggerannt sein. Angeblich rannte er durch die Straßen der Stadt, bis er in eine offene Wohnstube eindrang. Dort näherte er sich dann eben einer Krippe, in der ein schlafendes Kleinkind lag. Man müsste eigentlich nun erwarten, dass der Bär schlimme Dinge daraufhin getan hätte, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Als hätte der Bär sich von der einen auf der anderen Sekunde beruhigt und völlig verändert, näherte er sich der Krippe und leckte dem schlafenden Baby über die Hände. Der Bär konnte daraufhin geschnappt werden und viele Leute fragten sich, wie es sein kann, dass dieses eben noch rasende, wütende Tier plötzlich so ruhig geblieben ist. Dadurch entstand eine... Bro, das ist ein Bär. Wer ist so dumm und holt sich einen Bär? Ihr kennt ja die Story von Travis the Chimp, oder? Dieser Affe, den sie in den USA gehalten haben. Ich glaube, das war die USA. Und dann ist er an einem Tag... Aber gut, die hat ihm ja auch Medikamente gegeben und so weiter. Und dann ist er an einem Tag voll ausgerastet. Der konnte... Gewisse Wörter konnte der angeblich sprechen. Also Real Talk, also oder zumindest so imitieren, dass er spricht und man konnte ihn verstehen und so. Und angeblich, ich weiß, also kann ich mir nicht vorstellen, aber das war so, dass der irgendwie seine Besitzerin beseitigt hat. Oder nicht beseitigt, sondern nein, er hat die Nachbarin angegriffen. Die Nachbarin hat er angegriffen und ihr Gesicht quasi, wie sagt man, also ihr Gesicht angegriffen, na, aber sie hat es überlebt. Und dann ist er angeblich zu so einem Polizeiauto gegangen. Und hat einen Polizisten angegriffen und dann hat er rüber zum anderen Polizisten geschaut und hat gesagt, you're next. Aber irgendwie so, Gesicht beseitigt, genau. Ja. Irgendwie so war das, voll crazy. Wer holt sich einen Bären? Die Leute haben es verdient. Nein, die Leute haben es natürlich nicht verdient, aber halt so, die Leute haben es verdient, eine Lesson zu lernen. Denn über der Krippe hing ein hölzernes Kreuz. Laut diesem Mysterium soll genau dieses Kreuz eine große Macht über den Bären gehabt haben. Bullshit, das ist ein kleines Kind. Der Bär hat sich gedacht so, ja, hey, komm, YOLO MOLO. Außerdem, das ist ja, da kommt er ja gar nicht rein. Das ist ja ein Stahlgitter hier. Was ist das für? Da sind so Äste drauf und so. Weswegen dieser nicht mehr in der Lage war, das Kind anzugreifen. Ob das stimmt, ist natürlich eine Glaubensfrage. Das Kreuz ist allerdings bis heute in der Lazaristenkirche ausgestellt. Nice. Zavu Chavu. Dieses Mysterium können wir relativ... Zavu Chavu. Dieses Mysterium können wir relativ kurz halten. Es geht dabei um ein gruseliges Pferd, das immer wieder in den Schweizer Tälern gesichtet wird. Habt ihr schon mal gesehen? Es heißt, dass viele Wanderer und Bergsteiger ein seltsames schwarzes Pferd gesehen haben sollen, das durch die Täler und Moore streift. Dieses schwarze Pferd trägt eine seltsam weiße Mähne und scheint aus dem Nichts plötzlich aufzutauchen und kurze Zeit später wieder genauso schnell zu verschwinden. Es gibt viele Geschichten darüber. Manche beschreiben es als freundliches Lebewesen, das alten und kranken Menschen anbietet, sie mitzunehmen, während andere sagen, wohin? Dass dieses in den Moor? Ja, Mann. Menschen auf. Reinlegen will und ihnen Schaden zufügt. Ja, kein Wunder. Ob dieses mysteriöse Pferd wirklich in der Schweiz... Kein Wunder, dass es nur alte Menschen mitnimmt. Früher hat man immer gesagt, so ja, das nimmt Kinder mit und so. Das Pferd macht's gescheit. Das nimmt die alten Menschen mit, die schwach sind, die sie nicht wehren können. Was willst du nur machen gegen so ein Pferd? Wenn sich das auf die Hinterbeine stellt und dann so boxt. Weißt du, was ich meine? Und lacht's nicht. Pferde können das vielleicht nicht, aber das schon. Das ist schwarz und lebt im Moor. Es existiert, weiß leider niemand. Das ernährt sich nur von alten Menschen. Kornkreise. Kornkreise sind für viele Leute die Beweise für die Existenz von Außerirdischen. Und auch hier in Deutschland ist dieses Mysterium bereits vermehrt aufgetaucht. So schreiben wir zum Beispiel das Jahr 2016, als scheinbar über Nacht ein gigantisches Muster in den Kornfeldern bei Mammendorf in Oberbayern aufgetaucht war. Oha, wo sind die Bayern? Mehrere kreisartige Muster wurden nahezu perfekt symmetrisch in die Felder geschlagen.
Als dies bekannt wurde, verbreitete sich die Nachricht von der außerirdischen Botschaft schnell in ganz Deutschland. Von überall kamen Schaulustige, die sich diese Kornkreise genauer ansehen wollten und teilweise sogar versuchten, auf unterschiedlichsten Wegen Kontakt mit Außerirdischen aufzubauen. Glaubst du nicht, das ist einfach so ein Marketing-Move? Also ein Marketing-Gag? So, haha, schau mal, ich habe ein heftiges Feld und da baue ich Korn an. Kauft alle das außerirdischen Korn. Jedoch ohne nennenswerte Erfolge. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass dieser Kornkreis von einem Menschen gemacht wurde, um Touristen anzulocken, gab es bereits im Jahr 2015 einen seltsamen Stern, der in ein Kornfeld in Deutschland geschlagen wurde. Und auch 2006 gab es bereits mehrere merkwürdige Formationen, die meist nur von Flugzeugen oder Drohnen gesehen werden konnten. Was wirklich hier vor sich ging und ob dies vielleicht geheime Botschaften von Außerirdischen sind, wissen wir leider nicht. Und damit sind wir nun bei Ebene 3 angekommen und kommen nun zu auch teilweise brutalen Vorfällen. Okay. Uwe Barschel. Uwe Barschel. Uwe Barschel war ein deutscher Politiker und Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Er wurde im Jahr 1987 zum Ministerpräsidenten des Bundeslandes Schleswig-Holstein gewählt. Kennt ihr den? Oder ist es eher so ein unbekannter Dude? Barschel war jedoch in einen politischen Skandal verwickelt, der wahrscheinlich zu seinem tragischen Tod führte. Okay. Das Mysterium um den Tod von Uwe Barschel dreht sich um die Umstände seines Todes in einem Hotelzimmer in Genf in der Schweiz im Jahr 1987. Oh, ist das Zimmer? Das Zimmer 34? Na. Barschel wurde in der Badewanne seines Hotelzimmers tot aufgefunden. Die offizielle Todesursache wurde zunächst als Selbstmord durch Ertrinken angegeben, aber im Laufe der Zeit wurden Blödsinn. Zweifel an dieser Version laut. Es gab viele Kontroversen und spekulative Theorien über die wahren Umstände seines Todes. Ich glaube, Real Talk, der menschliche Überlebensinstinkt lässt es einfach nicht zu. Deswegen, du kannst auch nicht die Luft anhalten und dann ersticken, das geht nicht. Du kannst dich, also wenn, dann musst du da irgendwie nachhelfen oder so, ne? Aber ich glaube, du kannst... Außer der hat sich irgendwie gefesselt oder so. Du kannst nicht in einer Badewanne ertrinken, weil dein Körper weiß, okay, sobald du dich aufsetzt, bist du draußen und kannst Luft holen. Und da ist einfach der Urge, das zu machen, ist einfach zu groß. Einige glaubten, dass Barschel Der sieht aus wie Capital Bra, willst du mich verarschen? Der sieht nicht aus wie Capital Bra. Ermordet wurde, möglicherweise aufgrund seiner Verwicklung in politische Intrigen und Korruption. Es wurde behauptet, dass Barschel in illegale Aktivitäten verwickelt war, insbesondere im Zusammenhang mit der sogenannten Waterkant-Affäre, einem Skandal um illegale Waffenlieferung. Die Ermittlungen in diesem Fall waren geprägt von Widersprüchen und Unklarheiten. Es wurden Manipulationen an Beweismitteln festgestellt und verschiedene Zeugenaussagen schienen nicht übereinzustimmen. Es gab auch Berichte über mögliche Verbindungen zwischen Barschel und dem deutschen Geheimdienst sowie über mögliche Vertuschung des Falls. Im Jahr 2012 wurde der Fall wieder aufgerollt und neue Untersuchungen ergaben, dass Barschel möglicherweise Opfer eines Mordes wurde. Es gab Hinweise auf eine mögliche Verwicklung des israelischen Geheimdienstes Mossad. Es wurde spekuliert, dass Barschel Informationen über geheime Waffenlieferungen hatte und möglicherweise erpresst wurde. Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt der Tod von Uwe Barschel bis heute ein ungeklärtes Mysterium. Es gibt keine endgültigen Beweise oder Schlussfolgerungen darüber, was genau in jener Nacht in seinem Hotelzimmer geschah. Das ist original das, was man am wenigsten will, oder? Dass die Leute dann, dass die Leute dann im Endeffekt nicht wissen, was mit dir passiert ist. Vor allem, er weiß es ja hoffentlich oder hoffentlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was man da sagt. Aber ich gehe mal davon aus, also wenn er das selber verursacht hat, dann weiß er ja obviously, was passiert ist. Und wenn nicht, I don't know. Aber gerade in der Politik passiert sowas, ne? Der Fall bleibt weiterhin Gegenstand von Spekulationen, Theorien und Verschwörung. Geist im Bunker 22. Im 22. Bezirk Kagran steht ein alter verlassener Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wollten da nicht mal irgendwie... Ich glaube, da wollten wir mal hin. Dieser österreichische Bunker war früher einmal ein Ort, an dem Soldaten Schutz vor Bomberangriffen suchten. Und heutzutage ist er lediglich eine alte Erinnerung an den Krieg. Doch um genau diesen Bunker rankt sich ein großes Mysterium. Denn vor einigen Jahren spielten einige Kinder dort und dachten, sie wären ganz alleine,
nur um im Inneren dann zu bemerken, dass scheinbar im Untergrund des Bunkers ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg lebte, der eigentlich nicht mehr am Leben sein dürfte. Wer dieser gruselige Mann war, der dort im Untergrund lauerte, ist nicht genau bekannt. Die Kinder sagten aus, dass sie durch ein Loch in einer dicken Betonwand gekrochen waren und dann plötzlich einen Mann mit Schäferhund und einer scheinbaren Armee von Ratten gesehen hatten. Daraufhin waren... Was? Das ist nicht nur Soldat, sondern der hat eine eigene Armee aufgemacht. Der hat das ist der da übrigens, der hat seinen Call auch richtig ernst genommen. Die haben gesagt, versteck dich in den Bunker, schau, dass du eine Armee ranbekommst, dann wir kämpfen währenddessen draußen. Der kommt raus, es ist 2023, wir haben den NPC-Trend auf TikTok, der ist komplett durch. Und sie dann schreiend weggerannt. Bis heute vermuten viele, dass die Kinder tatsächlich den Geist eines ehemaligen Soldaten gesehen haben. Und den Geist von Ratten, oder was? Dietrich von Hohenfels. Da sind die Ratten dann auch aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Wo wir schon bei Geistern sind, sprechen wir doch mal über einen besonderen Geist, der hier in Deutschland sein Unwesen treiben soll. Hat dort eine alte Uniform. Es geht um einen Ritter namens Dietrich von Hohenfels, der früher einmal die Reichensteinburg in Rheinland-Pfalz mit seinen 9 Söhnen überfallen haben soll. Damals wurde er von dem Besitzer geschnappt und aus Angst, dass seine Söhne dafür getötet werden, versuchte er alles, um sie zu retten. Aber ganz kurz, wir waren damals auch... Da gibt es auch Lost Places halt überall, obviously in Österreich, Deutschland und der Schweiz und so, ne? Und da sind dann immer so, da scheiße ich dann schon oft auch so ein bisschen an, ne? Also wir waren natürlich nie irgendwo drinnen, obviously, aber halt angenommen, du wärst da irgendwo drinnen gewesen und du siehst dann auf einmal halt wen anderen, dann ist dir das schon anders zumute, gerade wenn du halt drinnen bist und wenn du dich da nicht so gut auskennst und das alles. Oder wenn du drinnen bist und einfach nur hörst, dass jemand anders halt dort ist. Und da waren wir einmal um eine etwas spätere Uhrzeit, waren wir da mal bei so einem kleinen Gebäude drinnen und das war schon gruselig, das war eigentlich voll dumm. Das war irgendwann so um 3 Uhr oder sowas, da wollten wir die Spooky Experience haben, aber es ist eh nichts passiert. Doch als er dann mitbekam, dass seine eigenen Kinder bereits... Also falls ihr einen Lost Place braucht, wo es nicht spukt, dann kann ich euch was empfehlen. ...nicht mehr am Leben waren, soll plötzlich sein Kopf von seinem Körper gefallen und zu den Körpern seiner Kinder gerollt sein. Es heißt, dass bis heute sein kopfloser Geist in dieser Burg anzutreffen ist und viele Leute hatten bereits Sichtungen mitgeteilt. Wie viel Wahrheit allerdings an dieser Geschichte dran ist, weiß niemand. Die Schatzgräber. Viele kennen vermutlich die Theorie über die geheime deutsche Militärbasis am Nordpol. Ein geheimnisvoller Ort, an den eventuell sogar Hitler selbst nach dem Krieg geflohen sein soll. Tatsächlich gibt es ein echtes Mysterium. Na, wenn er geflohen wäre, dann safe nach, was war das, Brasilien? Wo sind die ganzen Leute dann hingeflohen? Da gibt es ja actually, das habe ich bei Joe Rogan gesehen, da gibt es ich glaube, das war Brasilien, so eine, ich sage jetzt einfach mal Brasilien, ist egal, oder Argentinien, danke. Gibt so ein eigenes Dorf dort von lauter, ich sage jetzt einfach mal Neo, so, oder zumindest halt, nach dem Zweiten Weltkrieg sind dort so viele High-Rank-Politiker und High-Rank-Militär-Leute sind dort hingeflohen und haben dort ein eigenes Dorf aufgemacht und dann haben sie sich über Generationen immer dort weiter fortgepflanzt oder irgendwie so und da gibt es bis heute, ja genau, das ist das in Chile, genau, gibt es bis heute, die dort exklusiv nur Deutsch sprechen in Argentinien oder in Chile, sorry, und das sind halt Leute, die immer noch an diese Ideologie glauben und die halt einfach entfernte Verwandte von diesen Leuten sind, ne? Leben einfach random in Chile. Das den Nordpol betrifft und nicht erklärt werden kann. Im Jahr 1944 wurde eine strategisch wertvolle Wetterstation der Deutschen aufgegeben, die ca. 997 Kilometer vom Nordpol entfernt gewesen ist. Diese Station trug den Namen die Schatzgräber und bis heute weiß man nicht, wieso es zu der Auflösung dieser Station kam. Die offizielle Meldung lautete, dass alle Soldaten bei der Wetterstation plötzlich erkrankt waren, nachdem sie rohes Eisbärenfleisch zu sich genommen hatten. Experten sind sich aber relativ sicher, dass diese Aussage ein recht schwacher Grund wäre, um diesen Stützpunkt komplett zu verlassen. Es wird viel eher vermutet, dass sich bei der Wetterstation irgendetwas Schreckliches ereignet haben muss, das dafür sorgte, dass alle Soldaten für immer von dort abgezogen werden.
Das kann ich mir sogar actually vorstellen, dass das passiert ist. Oder dass dort Leute, dass die dann irgendwie Stromausfall hatten oder so und dann sind die alle erfroren oder so. Was aber wirklich dort geschah, wurde nie bekannt. Die Wetterstation selbst wurde erst im Jahr 1953 bestätigt. Lol. Und damit sind wir bei Ebene 4 und der vorletzten und zweitgruseligsten Ebene angekommen. Sevenmörder. Die Sevenmorde versetzen die Schweiz bis heute in Furcht und Schrecken. Dieser ungelöste Kriminalfall ist geprägt von grausamen Taten und einem Mangel an Verdächtigen, die jemals für das Verbrechen angeklagt wurden. Im abgelegten Waldeggi-Haus, das von einem dichten Wald im Kanton Solothurn umgeben ist, spielten sich an einem Pfingstwochenende im Jahr 1976 ein wahrer Albtraum ab, als plötzlich 13 Schüsse ertönten. Die Opfer waren Elsa Clara Sigrist Säckinger, 63, und ihr Ehemann Eugen, ebenfalls 63, sowie Eugens Schwester Anna Westhäuser Sigrist und ihre beiden erwachsenen Kinder Emanuel Westhäuser und Max Westhäuser. Erst am 6. Juni wurden ihre leblosen Körper von einem Spaziergänger entdeckt. Vier dieser Körper lagen im Haus, während die fünfte in einem Teppich gewickelt auf der Terrasse abgelegt wurde. Die Polizei vermutet, dass der Täter überrascht wurde, da er wohl nur Elsa und Eugen als Anwesende erwartet hatte. Um seinen Fehler zu vertuschen, beseitigte er schließlich die gesamte Familie auf schreckliche Art. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Suche nach Personen, die im Besitz von Winchester-Gewehren waren, da diese als Tatwaffen vermutet wurden. Stimmt, das ist ja auch voll crazy, wie lange du das zurückführen kannst. Oder beziehungsweise wie weit du das zurückführen kannst. Du kannst ja auch wirklich bestimmen, okay, was für eine Waffe war das, die Munition abgefeuert hat? Was für eine Munition war das? Dann geht es erstmal ans Zurückverfolgen, okay, wo haben Menschen oder wer besitzt alle eine Waffe? Vielleicht in dem Umkreis oder wo hat wer eventuell irgendwann mal Munition gekauft? Weil selbst wenn du auf dem Schwarzmarkt dir eine Waffe holst, die haben dann oft so die Nummern, die da draufstehen, ne? Die Seriennummern oder wie auch immer das heißt, sind dann halt einfach so weggeschliffen. Was, by the way, illegal ist. Also, falls ihr eine Waffe besitzt, dann macht es nicht. I don't know. Und dann musst du dir trotzdem noch Munition holen. Und ich glaube, das ist dann besser. Du gehst dann straight zum Markt. Aber ja, trotzdem. So, du kannst es einfach nachverfolgen, so von welcher Waffe das ausgegangen ist und so weiter und so fort. Ne? Schließlich wurde 1996 die Mordwaffe in den Wänden eines Hauses gefunden, das der Familie Doser gehörte. Okay. Karl Doser, der Sohn des Grundstückseigentümers, geriet daraufhin ins Zentrum des Interesses, nachdem er nur ein Jahr nach den Morden plötzlich spurlos verschwunden war. Ja, okay, passt, dann war das. Dann war das. Es war die Waffe, mit der das abgefeuert wurde, in einer Wand. Wie findet man in einer Wand eine Waffe? Viele Schweizer sind nach wie vor davon überzeugt, dass Doser für die Verbrechen verantwortlich ist. Ja, Doser war's, Bro. Trotz zahlreicher Bücher, die verschiedene Theorien behandeln, bleibt das Verbrechen für immer im Dunkeln. Leider ist die Verjährungsfrist im Jahr 1996 abgelaufen, wodurch eine offizielle Lösung des Falls unmöglich ist. Selbst wenn der Täter gestehen würde, könnte er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Metalldetektor? Ja, aber warum sollte man... Ja, I don't know. Ja, vielleicht war das schon verdächtig, ja stimmt, und die haben dann so nach der Waffe gesucht, kann sein. Die drängendste Frage bleibt daher unbeantwortet. Warum wurden fünf Menschen auf so brutale Weise in diesem idyllischen Teil der Schweiz beseitigt und von wem? Elfriede Heinemann. Am 26. Mai 2000 passierte ein unvorstellbarer Raubüberfall auf der Autobahn A4 zwischen den Ausfahrten Wildeck-Höhnebach und Gerstung, als zwei Männer in das abgestellte Wohnmobil der Heinemanns einbrachen. Zuvor waren sie auf der Autobahn von einem dunklen BMW überholt worden, der sie zum Anhalten aufforderte. Laut manchen Quellen sollen die Fahrer sich angeblich als Polizisten ausgegeben haben. Dabei erbeuteten sie ungefähr 2500 D-Mark und entführten zudem scheinbar ohne Grund Elfriede Heinemann. 2500 D-Mark, wie viel ist das? Das ist gar nicht mal so viel, oder? Auch mit der, ich weiß gar nicht, wie viel D-Mark ist, aber ich glaube weniger als Euro. Und mit der Hochrechnung auf heute sind das wahrscheinlich so 300, 400 Euro oder so. Das Mysteriöse an diesem Vorfall ist, dass nach mittlerweile 23 Jahren absolut nichts über diesen Fall herausgefunden werden konnte. Elfriede Heinemann wurde seit diesem verhängnisvollen Tag nie wieder gesehen. Auch der dunkle BMW und seine Insassen verschwanden spurlos.
Eine groß angelegte Suchaktion konnte keinerlei Informationen preisgeben und es gab auch nie irgendwie Aufforderungen, dass man Lösegeld möchte. Elfriede Heinemann wurde Jahre später aufgrund mangelnder Informationen über ihren Verbleib für tot erklärt. Niemand weiß, was wirklich mit ihr passiert ist. Es ist auch so schade, also angenommen, das ist jetzt hier wirklich ein Überfall aufgrund von dem Geld gewesen, dann denkst du dir halt einfach so, yo, halt 2500 D-Mark, selbst wenn es, lass es 5.000 bis 10.000 Euro sein, selbst wenn es 10.000 Euro sind, so das ist es halt einfach niemals wert. Also halt obviously so ist ein Menschenleben halt unbezahlbar, aber trotzdem so 10.000 oder 5.000 oder noch weniger. Die Glocke. Die Glocke, auch bekannt als die Wunderwaffe, ist ein mysteriöses Objekt, das angeblich während des Zweiten Weltkriegs von Deutschland entwickelt wurde. Obwohl es viele Spekulationen und Kontroversen gibt, sind die genauen Details und die tatsächliche Existenz der Glocke bis heute umstritten. Berichten zufolge handle es sich bei der Glocke um eine geheime deutsche Waffenentwicklung, die in einem unterirdischen Komplex getestet wurde. Manche Quellen spekulieren, dass entweder in Berlin oder Niederschlesien die Funktionsfähigkeit erprobt wurde. Es wird behauptet, dass die Glocke ein elektromagnetisches Gerät war, das eine Art Antigravitationseffekt erzeugte. Es heißt, dass die Glocke entweder einfach schweben konnte oder durch schnelle Drehung in der Lage war, abzuheben. Es wird zudem spekuliert, dass die Glocke eine Vielzahl von Anwendungen... Was werde ich nie bemerken? Was ist mit meinem Mods? Was schreibt sie da? Die angeheftete Nachricht, Andi, du kannst uns nichts wegnehmen, was wir nicht bekommen. Ja, ich weiß, das habe ich schon gelesen. ...hatte. Darunter die Nutzung als Energiequelle, die Entwicklung von fortgeschrittenen Waffensystemen oder sogar die Erforschung von Zeitreise- und Dimensionssprungtechnologie. Mod, ihr seid da, um mir zu helfen, nicht um mich zu trollen. Das Mysterium um die Glocke wird durch widersprüchliche Informationen und das Fehlen von zuverlässigen Dokumenten verstärkt. Es soll angeblich Zeugenaussagen von ehemaligen deutschen Wissenschaftlern geben, die behaupten, an diesem Projekt beteiligt gewesen zu sein. Aber diese Aussagen sind häufig vage und widersprüchlich. Einige Verschwörungstheorien besagten, dass die Glocke in den letzten Kriegstagen versteckt wurde, um sie vor der Eroberung durch die Alliierten zu schützen. Es wird spekuliert, dass das Objekt möglicherweise nach Südamerika oder sogar in entlegene Gebiete wie die Antarktis gebracht wurde. Trotz intensiver Forschung. Also ich glaube, Real Talk zu dieser Glocke, ich glaube, wenn sie daran gearbeitet haben und das dann aber geheim halten wollen, dann ist da irgendwas drin, was ein Kriegsverbrechen gewesen wäre. Im Sinne von, yo, das ist hier eine Notfallwaffe mit, I don't know, irgendeinem Gas oder sowas, was du nicht einsetzen darfst. Aber bevor wir den Krieg verlieren, setzen wir die ein. Und dann ist die irgendwie nicht fertig entwickelt worden oder, I don't know, so, da hat man einfach versucht... Ja genau, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Liebe Grüße, YouTube. Ja, da hat man einfach versucht, das zu vertuschen. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas in der Art, oder zumindest die Überlegung gab. Aber ja, I don't know. Und zahlreicher Untersuchungen konnte die Existenz der Glocke bisher nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Einige argumentieren, dass die Glocke ein Mythos oder Teil einer psychologischen Kriegsführung sein könnte, während andere behaupten, dass es Beweise gibt, die auf ihre tatsächliche Existenz hinweisen. Das Bernsteinzimmer. Das Bernsteinzimmer ist ein legendäres Kunstwerk, das während des Zweiten Weltkriegs verschwand und bis heute nicht wieder aufgetaucht ist. Es handelt sich um ein... So depper, das ist doch mega viel wert. Jo, Schmilian, danke dir. ...prachtvollen Raum, dessen Wände und Möbel mit Bernsteinpaneelen, Edelstein und Gold verziert waren. Wie viel ist das wert? Das Zimmer wurde im 18. Jahrhundert in Russland geschaffen und war ein Geschenk des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. an den russischen Zaren Peter den Großen. Im Laufe der Zeit geriet das Bernsteinzimmer in Vergessenheit und geriet während des Zweiten Weltkriegs in den Fokus Deutschlands. Im Jahr 1941 besetzten deutsche Truppen Puschkin, wo sich das Zimmer im Katharinenpalast befand. Wie kann man ein Zimmer verschenken? Es wird angenommen, dass die Deutschen das Bernsteinzimmer demontiert und an einen unbekannten Ort brachten, um es vor der vorrückenden sowjetischen Armee zu schützen. Trotz zahlreicher Suchaktionen und Spekulationen konnte das Bernsteinzimmer bisher nicht wieder gefunden werden. Es gibt verschiedene Theorien und Legenden über den Verbleib des Kunstwerks. Einige glauben, dass es während des Krieges zerstört wurde, während andere vermuten, dass es immer noch irgendwo verborgen liegt.
Im Laufe der Jahre gab es viele Behauptungen und Berichte über das Auffinden des Bernsteinzimmers. Vor allem, yo, Schmilian, danke dir für 5 verschenkte Subs, Ehre, Mehre. Vor allem, was soll ich sagen, wenn dieses Bernsteinzimmer, genau, dieses Bernsteinzimmer, das muss ja auch in irgendeinem Haus vorhanden sein oder so. Das heißt, die haben es dann einfach, die hatten ein Haus und das war ja ein Geschenk, ne, von diesem Prinzen oder König oder so. Und dann hat der einfach random an dieses Haus so ein Zimmer dran gebaut. Und dann hat er gesagt, tada, Überraschung. Und dann ist er hergegangen und oder dann sind sie hergegangen und haben das Zimmer wieder abgeschnitten und haben das mitgenommen und so über die Autobahn transportiert. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Bro, danke nochmal, Schmilian. Aber keiner dieser Ansprüche wurde bislang verifiziert. Es wurden mehrere Suchaktionen, Ausgrabungen durchgeführt, um das Rätsel zu lösen, aber bisher leider erfolglos. Und damit sind wir bei der letzten Ebene angekommen. Und ich verspreche euch eins. Die schlimmsten Vorfälle und die unfassbarsten Mysterien habe ich für den Schluss aufbewahrt. Ja, das ist ja Sinn des Eisbergs. Der Keller in Celle. Boah, das hat er urerotisch gesagt. Nochmal. Der Keller in Celle. Der Keller in Celle. Boah, ein wirklich unheimliches Mysterium führt uns an einen unerwarteten Ort. Nämlich soll es ein gruseliges Geheimnis über das neue Rathaus in Celle geben. Okay. Im 19. Jahrhundert erbaut, wurde es bald von den deutschen Truppen übernommen, da es dank seiner zahlreichen unterirdischen Ebenen eine große Anzahl von Soldaten beherbergen konnte. Während des Zweiten Weltkriegs diente es als ein Hauptquartier in Niedersachsen. Als die amerikanischen Truppen die Stadt einnahmen, stießen sie dann auf eine verstörende Entdeckung. Die Deutschen hatten die weitläufigen unterirdischen Bereiche geflutet und mit Beton versiegelt. Die Vermutung, dass dort Kunstwerke und andere kostbare Schätze verborgen sein könnten, ließ die US-Truppen im April 1945 einen gewagten Tauchgang in die Tiefen des neuen Rathauses unternehmen. Was sich daraufhin genau ereignete, wurde nie offiziell geklärt. Doch die Geschichte berichtet von 3 Tauchern, die in die dunklen Gewässer hinabstiegen. 2 von ihnen kehrten niemals wieder zurück und auch ihre leblosen Körper wurden nie gefunden. Der 3. Taucher jedoch kam verstört und wie von Sinnen an die Oberfläche zurück und berichtete von den Grauen, die er dort unten gesehen hatte. In den Tiefen stieß er auf mit Pentagrammen und anderen dämonischen Symbolen verzierte Wände und Decken. Er entdeckte leblose Körper, die an Stühlen gefesselt waren und an denen tierische Körperteile grausam angenäht waren. Der Taucher meinte sogar, dass er gesehen hat... SM7TTY spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Jo, vielen lieben Dank für die 5 Eugen auf entspannten Johann. Ehre, Mehre. Uno Sekundo, ich schau ganz kurz, was du geschrieben hast. Kaiser, feier deine Videos. Keep it up, man. Grüße aus Bayern. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, 7TTY. Diese Körper sich bewegten. Und als er das bemerkte, schwamm er voller Panik zurück an die Oberfläche, verfolgt von einer unheilvoll dunklen Gestalt. Die Amerikaner. Bis dahin, okay, von mir aus, da hat sich jemand so einen Joke erlaubt oder so und hatte so Menschen mit Tieren angenäht und so, ja, völlig nachvollziehbar, aber danach so, ja, du wirst verfolgt. Ich glaube, da bist dann einfach, also angenommen, dass es wirklich passiert, Smitty, sorry, angenommen, dass es wirklich passiert, dann glaube ich, hat er einfach nur so eine Paranoia. Und vielleicht hat er auch gemerkt, dass er als Einziger wieder auftaucht, dass der sich dann irgendwas eingebildet hat. Ich bilde mir das auch oft ein. Ich bin mega der paranoide Mensch. Oft ist es so, wenn ich in der Nacht draußen bin und ich steige in mein Auto, dann drehe ich mich um und schaue, ob eh keiner am Rücksitz sitzt, der mich erstechen könnte oder so. Zur Sicherheit. Er beschlossen, nicht weiter in die Geheimnisse des Rathauses einzudringen und übergaben es den Briten, die die unterirdischen Ebenen erneut versiegelten. Während des Kalten Krieges beherbergte das Gebäude erneut Soldaten, diesmal NATO-Truppen. Mehrere von ihnen berichteten von unerklärlichen Phänomenen und paranormalen Erscheinungen. Bis heute können die Menschen nur schwer begreifen, welche grauenhaften und möglicherweise übernatürlichen Experimente in den tiefen Gewölben des neuen Rathauses in Celle durchgeführt wurden. Die Wahrheit bleibt im Dunkeln verborgen und fordert immer noch die Neugier und den Mut derjenigen heraus, die versuchen, das Geheimnis zu lösen. Organdieb in Wien. Okay, kenne ich nicht. Viele Leute aus Wien werden von diesem Mysterium wahrscheinlich schon einmal gehört haben. Gut, ich bin nicht aus Wien. Es geht darum, dass an beinahe allen Wiener Schulen angeblich ein heller VW-Bus gesichtet wurde, in dem 2 Männer saßen und scheinbar Ausschau nach Kindern hielten.
Laut einem Mysterium heißt es, dass diese Männer Kinder entführten und ihre Organe stehlen wollten. Ja, komm, das haben dir die Eltern erzählt. Das ist so eine Geschichte, die hat irgendwer mal im Kindergarten erfunden. Ein weißer VW-Van, das ist ja der klassische Van, wenn man es mal so sagen kann, ne? Haltet euch von denen fern, weil sonst fressen die eure Organe. Ist, glaube ich, einfacher zu sagen, als das, was wirklich vorfallen könnte bei den Kindern. Ja. Die Faktenlage zu diesen Vorfällen ist mehr als gering und meistens sind es nur Gerüchte, die sich in Österreich erzählt werden. Nein, das ist Blödsinn. Das wüsste man. So gibt es zum Beispiel die Geschichte eines Mädchens, welches nur knapp den Männern entkommen konnte. Ein anderer Junge soll in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, wo man feststellte, dass ihm eine Niere entwendet wurde. Und es gibt sogar Gerüchte über angebliche Todesopfer. Die Angst vor diesen Männern war damals trotzdem so groß gewesen, dass unterschiedliche Wiener Schulen und der Stadtschulrat eine Erklärung abgab, um Eltern über diese Vorfälle zu informieren. Ach so. Es wurden Zettel und Flyer an Eltern ausgegeben, in denen vor diesem VW gewarnt wurde. Ob dies wirklich echte Vorfälle sind, diese gruseligen Männer in dem VW-Bus wirklich existieren oder alles nur Gerüchte sind, weiß man leider bis heute nicht. Boah, schwierig. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube, das ist wirklich so eine Story von wegen so, ja, hier, wenn ihr den VW-Bus seht, da kommen Männer und essen eure Organe oder so. Maybe so, es wäre plausibel, wenn sie das so für einen Schwarzmarkt verkaufen würden, weil so eine Niere, die ist ja auch gar nicht mal so günstig. Aber wenn, dann kann man ja auch theoretisch auch gleich das ganze Kind verwerten. Aber abgesehen davon, na, ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist, weil sonst gäbe es ja mehr Berichte und sowas drüber. Vielleicht haben die, damals gab es ja auch nicht so wirklich so die Connections, also du kannst es ja jetzt nicht einfach so googeln oder so. Und dann hast du halt einfach als Schuldirektor das so gehört und hast dann einfach so einen, spricht der Profi? Ja, ich habe schon etliche Nieren verkauft. Hast du dann einfach so einen, zur Sicherheit so einen Zettel rausgegeben, so, yo, falls sie einen weißen Van sehen, dann melden sie das bitte, weil eventuell wird hier irgendwo, wenn Kinder gegessen. Der deutsche Sanitäter. Das kenne ich, oder? Auf manchen Seiten wird das Mysterium des sogenannten deutschen Sanitäters verbreitet. Im Winter 1944 ereignete sich ein mysteriöses Geschehen, das bis heute unerklärlich ist. Zu dieser Zeit waren die Versorgungsleitungen total überlastet und ein deutscher Sanitäter stand vor einer schrecklichen Situation. Er hatte kein Plasma, keine Binden und kein Antiseptikum mehr. Die Umstände im Lager waren bereits schwierig, aber dann geriet das Lager plötzlich unter Mörserfeuer und eine Welle von Zerstörung und Chaos brach über die Männer hinein. Die Überlebenden berichteten später von einem unheimlichen und beängstigenden Detail. Zwischen den Schreien der verwundeten Soldaten und den bellenden Befehlen ihres Lieutenants hörten sie ein diabolisches Lachen, das fast wie das gackernde Lachen eines Mädchens klang. Trotz des Bombardements setzte der tapfere Sanitäter seine Arbeit fort. Inmitten der Dunkelheit und des Chaos bewegte er sich durch das Lager und versorgte die Verwundeten, obwohl seine Vorräte nahezu erschöpft waren. Niemand konnte erklären, wie er es schaffte, in dieser verzweifelten Situation immer noch genügend Versorgungsmaterialien zu haben. Als das Bombardement schließlich endete und die ersten Strahlen der Morgensonne das Lager erleuchteten, wurden die Männer von einem entsetzlichen Anblick empfangen. Sie entdeckten, dass ihre Verbände nicht aus gewöhnlichen Binden bestanden, sondern aus Stücken und Streifen menschlichen Fleisches. Einige Männer hatten sogar Bluttransfusionen enthalten, obwohl es keine Blutkonserven mehr gab. Also dann ist das aber wirklich einfach nur, und das ist jetzt wahrscheinlich eine voll kontroverse Aussage, oder? Aber voll der gute Sanitäter, oder nicht? Das ist eine Ausnahmesituation, in der Menschen, angenommen, das ist jetzt wirklich, es sind hier jetzt wirklich bei diesem Mörserschlag Menschen ums Leben gekommen, hat er gesagt, yo, bevor noch weitere Menschen sterben, verwende ich deren Blut und deren Plasma und deren Hautfetzen oder sonst was, was natürlich im ersten Moment sehr verstörend ist. Aber angenommen, dieser Typ hier ist heute, keine Ahnung, aber hat es dann überlebt, ne? Und hat dann noch ein langes Leben gehabt und eventuell schönes Leben und Frau und Kinder und dies, das, einfach nur, weil er sich nicht zu schade drum war. Was heißt zu schade drum? Das ist keine schlechte Sache, die er gemacht hat.
Die Überlebenden waren von Kopf bis Fuß mit dem rötlich-braunen Blut. Du kannst doch nicht random Leuten irgendwelches Blut geben. Ich weiß gar nicht, ob man das damals schon so wusste. Wahrscheinlich schon. Aber wahrscheinlich ist es auch insgesamt einfach besser, die falsche Blutgruppe. Blödsinn, die haben wahrscheinlich auch, pass auf, die haben wahrscheinlich... Es ist deine Zeit. Sorry, die haben wahrscheinlich auch solche Marken gehabt. Das hatten wir beim Bundesheer auch und da steht eine Blutgruppe drauf. Und dann hat der einfach von da eine abgezogen und von da eine abgezogen. Also so, weißt du, was ich meine? Und dann ist er einfach hingegangen und hat gesagt, yo, du hast null negativ. Hier bitte. Bedeckt. Der Sanitäter wurde schließlich auf einer Munitionskiste sitzend gefunden, regungslos und in den Weltraum starrend. Als ein Soldat ihm auf die Schulter klopfte, fiel sein Waffenrock herab und enthüllte ein grauenhaftes Bild. Seine Haut, Muskeln und Sehnen waren fast vollständig von seinem Körper abgeschnitten, mit getrocknetem Blut bedeckt. In seiner Hand hielt er ein Skalpell und in der anderen eine Bluttransfusionsampulle. Es heißt, dass keiner der behandelten Männer den nächsten Monat überlebte. Doch so gruselig dieses Mysterium und diese seltsame Gestalt, diesen seltsamen Sanitäter auch ist, konnte ich keinerlei Beweise finden, dass dieser Vorfall tatsächlich stattgefunden hat. Ich selber kannte diese Legende allerdings schon, und zwar als Creepypasta, und vermute, dass es eigentlich nicht mehr ist als das. Okay, aber angenommen, maybe sowas auf die Art, vielleicht ist da wirklich mal jemand gestorben und so ein Sanitäter hat versucht, den so zu transferieren und so, ne? Klar hat es dann keiner überlebt, weil damals so die ganzen Diseases, die du hattest und... Ja, klar, eben mit den Krankheiten und mit den falschen Blutgruppen und dies, das, da ist natürlich nicht zu spaßen, aber wenigstens hat er es versucht, wenn es diesen Sanitäter da wirklich gab, ne? Ich gehe davon aus, dass es einfach nur diese gruselige Horrorgeschichte gab, aber die manche Leute als Fakt gesehen haben, aber wer weiß. Vielleicht liege ich auch falsch und den gruseligen Sanitäter, der es irgendwie geschafft haben muss, seine eigene Haut als Verbände zu benutzen... Seine eigene Haut. Dann habe ich das nicht ganz verstanden. Der hat seine eigene Haut und sein eigenes Blut verwendet. Dann ist er einfach nur ein Ehrenmann, oder nicht? Dann nimm doch gleich die Toten. Wirklich gegeben. Na, aber also for real. Tristan Brübach. Wenn der es wirklich gegeben hat und der das gemacht hat, dann vollsten Respekt an den Dude. Die Geschichte von Tristan Brübach, einem Jungen aus Frankfurt am Main, der 1998 ermordet wurde, fesselt bis heute die Gemüter, denn sein Fall ist nach wie vor ungelöst. Tristan wuchs nach dem tragischen Tod seiner Mutter in den Vororten von Frankfurt auf und galt als schüchtern, aber gleichzeitig weltoffen. Besonders hatte er eine Leidenschaft für Tiere. Der Tag seines Todes begann scheinbar ganz normal, als er zuletzt lebend in einem Park in der Nähe eines Bahnhofs gesehen wurde. Doch später fanden Kinder seinen leblosen Körper in einem Fußgängertunnel. Ein grausamer Anblick, den ich an dieser Stelle nicht genauer beschreiben will. Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Fall über viele Jahre hinweg ein Mysterium. Falsche Spuren und spekulative Informationen erschwerten die Suche nach dem Täter. Im Jahr 2016 tauchte nach dem Tod von Manfred Seel ein möglicher Verdächtiger auf, als seine Tochter menschliche Überreste und Tagebücher fand, in denen Morde beschrieben und skizziert waren. Doch später wurden Unstimmigkeiten entdeckt, die Manfred Seel als Verdächtigen in Tristans Fall ausschlossen. Der Hauptverdächtige in Tristans Mord wird als Mann beschrieben, der eine gespaltene Lippe oder eine Narbe an der Oberlippe hat und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll. Mehrere Zeugen behaupten, diese Person gesehen zu haben, aber bisher konnte niemand, der dem Phantombild entspricht, identifiziert werden. Also ich finde das auch immer voll spannend. Ich habe damals voll viel Aktenzeichen XY geschaut. Na, wirklich auch geile Sendung, also sehr spannend gemacht und alles sehr schön dargestellt und sowas. Das ist natürlich mega, mega traurig. Aber das hat irgendwie irgendwas... Ist es in einem, was dann einfach sich denkt, yo, okay, ich möchte dieses Rätsel lösen, wisst ihr, was ich meine? Es gab auch merkwürdige Vorfälle, wie einen unbekannten Anrufer, der das Verbrechen gestand, dessen Identität jedoch unbekannt blieb. Zusätzlich zu all dem geschah etwas Beunruhigendes, als eine unbekannte Person nahe Tristans Grab grub, was die Ermittler glauben ließ, dass es sich um den Täter oder eine geistige gestörte Person handeln könnte, die vielleicht irgendwie an den Körper wollte. Um den Mörder von Tristan zur Rechenschaft zu ziehen, wurden verschiedene Belohnungen ausgesetzt, um Informationen zu erlangen. Dies zeigt das anhaltende Bemühen, den Fall aufzuklären.
Trotz aller Anstrengung bleibt das Rätsel um Tristan Brübachs Ermordung bestehen und sowohl seine Familie als auch die Ermittler suchen weiterhin nach Abschluss und Gerechtigkeit. Damn. Und das war der gruselige Eisberg, gefüllt mit Mysterien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Na ja, schreibt gerne in die Kommentare. Ja, ein paar Geistergeschichten, ein paar Dings. Aber das mit dem Militär, das mit dem Militärdude, mit dem Sanitäter und mit diesem Außenposten am Nordpol, das fand ich mitunter am plausibelsten. Da kann ich sagen, yo, da sehe ich mich drin.